Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder Leipzig, hier ist Stempeln mit René.de. Und was wir heute machen, heute dreht sich alles um die Produktreihe Pfirsichzeit und süße Pfirsiche, wo wir also zum einen dieses Stempelset dazu haben. Dann haben wir die Stanzschablone. Ich habe die natürlich schon mal wieder für mich entsprechend aufbereitet, dass ich das also innen drin wieder auf Magnetfolie habe und vorne drauf sehe, was drin ist. Also auf die Magnetfolie klebe ich immer ein Stückchen, wo ich das, also ganz einfaches Druckerpapier, wo ich das vorher abgescannt habe, dann sehe ich immer, dass nichts fehlt. So, das sind also die beiden Sachen. Und natürlich gibt es dieses tolle Designerpapier für sich Zeit dazu. Und damit machen wir heute insgesamt drei Projekte und mit diesen fangen wir mal an. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie diese Kartenform heißt. Ich bezeichne sie jetzt einfach mal als Stegkarte, also weil hier vorne so ein Steg drüber geht. Aber ich habe die bei einer amerikanischen Kollegin gesehen, die hat sie als 5-Minuten-Karte bezeichnet, weil sie also wirklich schnell geht und trotzdem mal etwas anderes ist. Und wie wir diese Karte machen, das zeige ich euch jetzt. Zunächst brauchen wir natürlich, wie fast immer, unseren Papierschneider. Nehmen uns ein Stück Farbkarton. Ich nehme jetzt mal hier Papaya. Und halbieren dieses längst, also einmal hier an der kurzen Seite, schneiden bei 10,5 cm. Das Teil brauchen wir schon nicht mehr. Jetzt machen wir hier auf. Braucht man nicht, eigentlich nicht mal. Und falzen einmal bei 14,8 bzw. 14,48 in der Mitte, dass wir also ganz normal eine Karte haben, die oben zu ist. So, und diese bearbeiten wir jetzt weiter und schneiden hier zweimal jeweils 4,9 cm ab. Einmal 4,9 und das zweite Mal 4,9. Und dann haben wir unsere Karte, aber nur noch hier oben dran diesen kleinen Bereich. Unseren Papierschneider brauchen wir schon mal nicht mehr, weil den Rest habe ich mir vorgeschnitten. In den Innenbereich können wir schon ein Stückchen Flüsterweiß einkleben bzw. Grundweiß. Das hat ganz normal die Maße 10,0 x 14,3, also wie wir Kartenaufleger oder für die Innenbeschriftung weiße Teile in eine ganz normale Karte reinmachen. Das klebe ich bereits einmal ein. Und ihr habt ja gesehen, dass also auf der Karte die Grüße gestempelt werden. Ich mache das mal hier vollkommen anders. Ich stempel nämlich die Grüße hinterher mit dem Stemperadus, weil dann sehe ich genau, wie meine Kartenfront aussieht. So, jetzt habe ich mir Designerpapiere zugeschnitten. Das sind insgesamt drei Stückchen. A 4,4 mal 10 cm. Da kommt das erste Stück hier oben drauf. Ich empfehle da wirklich zwei verschiedene Designs zu nehmen. Ein groß gemustertes für oben und unten und für den Querbalken etwas dezenter, weil wir da noch unsere Deko drauf machen. So, da habe ich das erste Stück oben. Das zweite Stück mache ich auf dieses abgeschnittene Teil. So, das zweite. Und das dritte kommt hier drauf. Nummer 3.
So, und jetzt legen wir dieses Stück, was also das Designerpapier hat, wie hier oben, ganz unten kerzengerade an, parallel zur Rückseite. Und auf dieses machen wir oben und unten jeweils 1 cm Kleber drauf und platzieren uns das. Ich drehe das mal, da kann ich das besser kleben. Das muss genau übereinander liegen. So, und jetzt könnt ihr euch das aufkleben, wo ihr möchtet. Ich finde es immer ganz schön, wenn es nicht ganz am Rand ist, wenn hier also noch ein Stückchen übersteht. So, und damit haben wir schon unsere Kartenkonstruktion fertig. Dann benötige ich als nächstes unseren Stemperatus. Hier mit dieser Matte drin, weil es also Glasstempel sind, dann muss das also alles etwas höher sein. Lege mir meine Karte komplett, wie sie ist, hier rein. So. Einmal. Zweimal. Wähle mir den Stempel aus, den ich möchte. Dann mache ich, du bist einfach nur grandios, habe ich schon mal auf einer Karte gemacht. So. Einfach nur grandios. Es ist zwar jetzt hier reingedruckt in diese Hüllen, dass man diese Glasstempel hier einfach drauf machen kann, was ich persönlich nicht so gut finde. Ich finde, man kann es ganz schlecht lesen. Und vor allem, man muss es in Spiegelschrift lesen. Also ich finde es noch nicht die perfekte Lösung, die vielleicht angestrebt worden ist. So, du bist. Das will nicht. Einfach nur grandios. Habe ich liegen, bisschen ausrichten, dass es gerade ist. Ich hoffe, mein Augenmaß haut hin. So. Jetzt muss man hier ein bisschen nachhelfen. Manchmal mache ich das also auch. So. Wer das auch schon gemerkt haben, dass die manchmal, wenn die noch relativ neu sind, ein bisschen kleben und später hat man dann manchmal das Problem, dass sie nicht mehr kleben. Da gibt es also ein einfaches Mittel. Wenn du das also ganz einfach mit Fitwasser abwaschen, dann kleben die auch wieder. So, jetzt färbe ich das Ganze mit Olivgrün ein. Und stempel mir das hier drauf. Da habe ich also meinen Spruch. Hier muss ich nochmal etwas nachmachen. Gehe ich nochmal ganz kurz drüber. Bei dem nur hat es noch nicht. Jetzt habe ich es. So. Das mache ich gleich sauber. Jetzt nehme ich mir noch diesen kleinen Mini-Stempel, der hier drin ist, und mach mir noch ein paar kleine Punkte in Calypso. So. Das reicht schon, finde ich. Und jetzt fehlt nur noch vorn drauf meine Deko. Da mache ich mir, nehme ich mir einfach per Farbkarton Streifen, ein paar Reste, und dann mache ich mir mal hier diesen Plattstempel drauf.
und dazu diese Blüten. So, das Blatt stempel ich mir ebenfalls wieder in Olivgrün. Einmal und die Blüten hier stempel ich mir in Calypso. Zweimal. Jetzt nehme ich meine Stanzformen und gehe das Ganze mal kurz ausstanzen. Und danach bringen wir das noch auf die Karte auf und unsere Karte ist fertig. So, das sind jetzt meine ausgestanzten Sachen. Vorführeffekt, jetzt ist eine runtergefallen. Da ist sie. Und jetzt nehme ich mit Mini Dimensionals und mache die mir von auf meinem Steg fest. So, gerade bei so kleinen Motiven bin ich nicht gerade zimperlich mit Dimensionals. Eigentlich generell nicht. Ich sage lieber ein paar mehr drauf und es hält, als dass mir die ganze Sache dann abgeht. Gerade wenn man es in den Umschlag steckt oder wenn es derjenige, der es bekommt, aus dem Umschlag rausholt. So. So, das ist Nummer 1, mein Zweig. Den platziere ich schon mal. So. Und jetzt kommen hier noch meine Blütchen drauf. Einmal. Zweimal. Und das dritte. So, und jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Glitzer. Und unsere Karte ist gleich fertig. Dazu hole ich mal wieder meinen großen Glitzerkarton. Und dann schaue ich mal, was der so hergibt. Aber eine Idee, was ganz gut aussehen könnte, das sind die hier. Das ist also unser champagnerfarbener Strassschmuck. So. Dann mache ich hier noch in die Mitte überall eins rein. Zack. Das war wieder weg. Zack. So, und damit ist sie
fertig, meine schnelle Stehkarte, wie ich sie nenne. Ich finde mal eine andere Kartenform. Mir hat sie sehr gut gefallen. Jetzt gibt es insgesamt diese drei Stück davon. Ihr seht sie also jetzt mal in drei verschiedenen Farben. Und ihr seht, dass, wie schnell das also geht. Ich kann nur sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. In ein paar Minuten drehe ich dann schon das nächste Video, ebenfalls aus dieser Produktreihe. Insgesamt werden drei Stück entstehen, die dann nach dem Kreativclub des Monats im Abstand von jeweils einer Woche dann für alle auf YouTube frei verfügbar sind. Das war's für jetzt. Bis später, euer René.